So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Redstone Zoo mit dem Joe. Heute, also erstmal hallo Joe, heute Hi. Höre ich mich ein bisschen arg tief an. Ich bin immer noch krank, also das heißt immer noch vom Redstone Zoo ist die erste Folge, wo ich krank bin. Aber nach der Gamescom hat es mich so richtig umgeschmissen irgendwann. Das hat so 2 Tage gedauert und dann hat der Knaller gezündet, dann ging es los mit Halsschmerzen und naja. Und jetzt höre ich mich einfach ja, ungefähr so 40 Jahre älter an. Nee. Ja. Bei dir so übelst angestrengt, tief gedrückt, tiefer geht's nicht mehr. Und ich aber so, ja, ich rede ein bisschen tiefer mal. So, wir haben in der letzten Folge vorne den Parkplatz fertig gemacht. Ich habe nochmal Laternen, Leuchten, alles Mögliche gesetzt. Und ich denke eigentlich mal, das müsste so reichen von den Parkflächen. Jetzt geht's einfach nur weiter mit Deko. Ich habe überlegt, vielleicht hier noch so ein kleines bisschen was zu machen, den Weg nicht so senkrecht nach vorne zu machen, sondern irgendwie rechts und links noch einen kleinen Platz oder so. Mal gucken. Ja, und ansonsten heißt es Detailarbeit, denn so vom großen Konstruktionsbauen sind wir eigentlich fertig oder fehlt noch irgendwas? Nee, eigentlich ja, geht es jetzt so weil richtig. Weil wenn ich mal so drüber fliege, die ganzen Gebäude und so sind fertig, das hatten wir Technik alles. Technik und Detailarbeit. Wir brauchen kein neues Gebäude mehr. Der Parkplatz steht, das war das letzte große Ding, wo man noch ein bisschen nachdenken musste beim Bauen. Und jetzt kommen wir einfach nur noch zur sturen Deko von den ja, Flächen zwischen den Wegen oder so. Aber ich würde mal so sagen, ich bin bautechnisch so 90% fertig. Hätte ich fast gesagt. Ja gut, hier vielleicht noch das Aquarium mit den Außenwänden und sowas. Aber das ist so eine Fummelarbeit, das mache ich mal, wenn ja, in der Aufnahme vom Joe ist oder so, weil das nicht so spannend irgendwie. Die Aufnahme vom Joe. So, jetzt achso, genau, jetzt Spielplatz. Ich guck mal, spielplatzmäßig was machen kann. Ja, gute Idee. Muss mal hier ein bisschen Ressourcen raus. Jetzt fragt, du kannst dich jetzt auf die Rolle des Batmans bewerben mit dieser Stimme, ne? Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ja, nee, so tief will ich es nicht machen, weil ansonsten muss ich gleich husten. Also, weißt du, das ist ja dieses aus der Kehle geröchelt. Und wenn ich aus der Kehle röchle mit meinem entzündenden Hals, dann mache ich das einmal ganz kurz und huste mir gleich die Seele aus dem Leib. Deswegen. Spark der Röchelrochen. Ja. Jetzt gerade muss ich an ein Phantom denken, aus der 1.13 wegen Rochen. So, was nehmen wir denn da? Wir können verschiedene Holzsorten vielleicht nehmen. Für das Gerät. Wir brauchen Walls, Mauern. Schlepps brauchen wir. Ich mach mal Sandstein-Slabs. Walls. Also nicht wundern, wenn ich mich zwischendrin mal mute jetzt in den Folgen, weil ich werde einfach mal ein bisschen Fett abhusten. So, und dann, ja, Fences wäre noch ganz nett. Oder so. Slabs wäre noch ganz nett. Und dann kommt der erste Oster. So, an dem Moment ist Joe alleine. Joe, kannst du wieder hören? Ja, ich bin wieder da. Jetzt ja, nee, gut, nee, weil wenn ich muss immer doppelt gucken, ob mein Mikrofon sich auch wirklich unmuted hat, weil es spinnt manchmal ein bisschen. So, ja. Dann gucke ich mal, ob ich das hier so hinkriege. Vielleicht. Ach, das heißt, du mutest dein Mikrofon. Ich dachte, das liegt immer Discord, dass ich dich nicht höre oder so. Nein, nein, ich mute hier mein Mikrofon mit einem Button. Wenn ich da einmal drauf gehöre, so glaube ich, so einen kleinen Knopfdruck. Nein, man hört einfach, dass dein Stimme. So, ist. Ist ich wieder da? Ja, ja. Ich weiß nicht, was man bei dir hört. Ich hoffe mal, kein Ton oder so. Nee, passt schon. Okay. Ja, dann, ich würde sagen, ja, Spielplatz ist ein bisschen schwierig. Kleines bisschen. So vielleicht. Ja, mal gucken. Mach mal so eine kleine Leiter vielleicht dran. Schon. Ist das vielleicht schon zu hoch? Ja, okay, ich würde mal nicht sagen, dass es so hoch ist. Also theoretisch umgesetzt sind das halt 4 Meter, aber ich würde mal sagen, ich kann schlecht Kindergrößen in Minecraft-Verhältnisse beziehen. Also macht es auch nichts aus, wenn das Ding 4 Meter hoch ist, weil, ja, es ist kindersicher. Wenn die da mal runterspringen. Alter, halt, ich mache das gerade realistisch. 4 Meter hoch. Ja. Aber da klettert man nicht drauf, oder? Ja doch, da klettert man schon hoch, weil man hat hier so eine Leiter. Fall von 4 Metern Sand. Da hast du aber hier die Behörde dran sitzen. Nochmal, ein Wall von 4 Metern Sand? Ein Fall von 4 Metern in Sand. Ja, also. Das Problem ist halt, ich kann es nicht kleiner bauen, weil kleiner sieht es irgendwie doof aus, hätte ich gedacht. Ja, alles gut.
Ja, okay, komm, dann meinst du halt 3 Meter hoch oder so. Nein, 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 das war jetzt alles, das war ein bisschen scherzhaft gemeint. Zu spät, ich hab's abgerissen. Wegen dir hab ich es jetzt abgerissen. Ich mach's 3 Meter hoch. Jetzt mach das 3 Meter hoch. Genau. So, damit die Kleine nicht mit ihrem Gesicht bremsen müssen. Schmeichelhaft. Ja. Warum haben Menschen keinen so langen Schwanz wie so eine Katze? Dann würden die immer auf den Füßen landen, egal wo sie runterfallen. Bist du dir sehr... Nein, nein, nein. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Eine Katze landet immer auf den Pfoten, weil die im Flug durch ihren Schwanz ihren Körper drehen können. Wir Menschen, wir haben doch... Das ist doch jetzt... die Wirbelsäule ist doch verkürzt bei uns. Oder das hatte ich mal irgendwo gelesen, dass... Wir waren ja, also wenn man davon ausgeht, dass wir mal früher Affen waren oder so, dann könnte man ja sagen. Ja, das ist jetzt noch das Steißbein. Richtig, das Steißbein, genau. Da setzt ja dann, glaube ich, bei Tieren an der Stelle der Schwanz richtig ein. Da hast du dann so ein paar Wirbel, also das ist einfach eine verlängerte Wirbelsäule sozusagen. Stell dir echt mal vor, du würdest hier am PC sitzen, hardcore zocken, Hand an der Tastatur, Maus an der Tastatur. Da hast du einen richtig langen Affenschwanz, mit dem kraust du dich dann am Nacken oder so dabei. Ja, das wäre doch cool, oder? So flexibel ist ja der Schwanz von Affen, glaube ich nicht. Alter! No, kommt drauf an, was für ein Affen. Wenn du so ein Pavian hast mit so einem bunten Arsch, dann vielleicht nicht. Jetzt nenn die Folge aber bitte nicht, wir reden über Schwänze. Oh, gute Idee, Joe. Oh. Gute Idee. Also, was habe ich letzte Mal? Die letzte Folge hieß bei mir, Skandal. The Joe Craft ist ein besoffener Falschparker oder so. Ach, nee, jetzt ernsthaft hast du doch durchgezogen? Ja, natürlich, das ist durchgezogen. Ich hab da dran gedacht. Dachte, du hast es nicht. Ich hab da extra ein Thumbnail dafür gemacht. Spätestens als ich das Thumbnail gesehen habe, wusste ich, ja, alles klar. Warte, ich guck mir das Thumbnail jetzt. Ach ja, stimmt, du hast ja ein Thumbnail, richtig. Ja, und du saßt dann sogar noch in der Kiste drin, hast extra eine Flasche in die Hand genommen. Spark of Phoenix. Sollte ich mal abonnieren. Nein, habe ich. Was? Hat er noch da, nicht? Da, ich sehe es. Oh mein Gott. Ich bin im Thumbnail. Natürlich. Ah, süß. Oh. Ja, mache ich gerne mal. Ich habe übrigens schon mal ein gutes Wort eingelegt, vielleicht für zukünftige Projekte von uns. Da war mich ein bisschen überlegen, habe ich gesagt, hier, ich hätte noch einen, den Joe. Hui. Ja, die waren ganz begeistert. Hui, ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich sehr geehrt. Das freut mich doch sehr zu hören. Und ich glaube, einige Menschen freut es auch aus meiner Community, das zu hören. Ja, also gegebenenfalls ist Joe demnächst mal in so ein paar Projekten mit dabei. Müssen wir gucken, was so demnächst geplant wird. Aber wir sind generell vielleicht auch am neue Leute nochmal suchen, weil es immer so dieselben, die in der Ecke sind. Müssen wir aber hier so ein paar neue Leute mal in unsere Gruppe reinkriegen. Bisschen frischen Wind, aber nicht Durchzug, ne? Ja, so eine Art. Das klingt auf jeden Fall gut. So, ich kann nicht designen, das kennen wir schon. Dafür haben wir hier einen Experten an Bord. Das ist nichts Neues. Nein, das ist nichts Neues. So, ich mache das gerade. Ich mache hier einfach eine Wand hin. So, ich mache eine Wand hin und Spark muss dann selber mit dieser Wand zurechtkommen. Ich versuche hier so ein kleines bisschen. Ich hoffe, ihr seht das, was ich hier versuche. Also. Wäre schade, ja, wenn nicht. Insofern ihr gerade nicht irgendwas anderes noch guckt und mich noch im Hintergrund laufen habt, dann seht ihr das und ich hoffe mal, das passt ganz gut. Alter, wie viele Leute das machen, also wenn man den Kommentaren glauben kann, das schreiben auch bei mir viele mal Leute. Leute, schreibt das mal in die Kommentare, also bei Sparks Video und auch beim nächsten Video frage ich mal danach, wer von euch guckt so die Videos im Hintergrund? Weil es gibt wirklich viele Leute, die gucken das Video nur als Podcast, ehrlich. Ja, ja, ich weiß. Deswegen sind Podcaster so beliebt. Na! So vielleicht was? Ja, ja, eventuell vielleicht. Ja, ich mache hier noch so ein Häuschen hin. Ich bin halt auch so ein bisschen planlos. Ne, ich habe sogar einen richtigen Plan hier. Also hier entsteht schon echt was Gutes, so glaube ich. Geht's ja richtig ab, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das so hinkrieg. So vielleicht.
Vielleicht ist es noch ein bisschen zu einfarbig, da muss ich da mal gucken, aber ich würde es einfach erstmal so bauen und loslegen. Ja, dann machen wir so ein kleines Spielzeughäuschen hin. Nein, damit meine ich kein Playmobil-Häuschen, sondern... Das ist doch so klassisch irgendwie an so Spielplätzen. Da hast du dann wie nennt sich das? So eine Brücke über mit, was man an so Seilen befestigt ist. Okay. Ja, hast recht. Gibt es. Kenne ich. Ja, irgendwie sowas vielleicht. So, und da habe ich jetzt einfach mal Zäune genommen, die diese Taue nachstellen sollen, aber. Naja. Richtig. Kommt natürlich drauf an, welchem Stadtteil du bist. In manchen muss ich wahrscheinlich noch die Spritzen im Boden im Sand verstecken oder so. That's deep. Ja, hallo, ist das so? Hä? Wieso Spritzen, wird es jetzt einige Kommentare geben? Komisch, bei uns gibt es ja mal bunte Smarties im Sand. Ja. Wenn man die isst, dann gehen Wünsche in Erfüllung. Ja. Dann steht zu Hause ein Einhorn, auf dem ich reiten kann. Naja, und irgendwann wird das Einhorn dann zu meiner Mutter. Die findet das nicht so lustig. Richtig, da ist man für die nächsten 3 Stunden erstmal weggetreten. Oder so. So, pass mal auf. Wie connecten wir das hier oben, ist jetzt die Frage. Ja, keine Ahnung. Mach mal so ein Ding hier hin. Ja. Dann auch irgendwie hier ein Block oder so dran. Ja, also es sind kleine Kinder, die passen da durch. Ich passe jetzt nicht durch als Erwachsener. Ja, okay, also fast 2 Meter, gut. Kleine Kinder. Einfach mal die Blockgröße nehmen. Und mit Menschen vergleichen. Sowas hier vielleicht. Ich muss noch nach einer Rutsche suchen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man, weil hier vorne das so direkt an der Seite schon ist, dass hier der Weg nach oben geht. Also... Hier nochmal eine Leiter dran. Zäunchen hin. Da geht's rein. Dann so ein kleines Ding. Und hier vorne könnten wir jetzt so eine kleine Rutsche hinbauen. Und da bin ich mal überlegen, vielleicht mit etwas anderem Holz oder mit Nether Bricks, dass es so eine Art dunkelrotes Plastik ist. Aber ansonsten, Ich würde mal kurz mit Nether Bricks probieren. Dann geht die hier so lang. Irgendwie so. Dann geht die nochmal runter. Irgendwie so zur Seite oder sowas. Oder soll die konstant in eine Richtung gehen? Irgendwie sowas. Ja, dann vielleicht kann man ja das nicht komplett als Sandfläche machen, sondern meinetwegen Gravelweg, der irgendwie reingeht. Und dann beginnt einfach hier irgendwo so die Sandfläche. Ja. Nein. Doch. Nein, nicht du. Alles gut. Das ist okay. Ich spreche immer nur irgendeinen Quark dazwischen. Mache ich öfters. Und ich sage mal gerne nein, wenn ich irgendwelche dämlichen... Hallo. Hallo. Was soll das denn jetzt hier? Nicht ausrasten, Joe. Ach, das. Ich glaube, der Joe hat manchmal Aggressionsprobleme. Wenn er einmal im Fluchen drin ist, irgendwas passiert ist, dann hört er damit nicht auf. Ich konnte gerade das offene Zauntor nicht abbauen. Wegen der blöden Hitbox. Vor der Aufnahme kurz passiert. Da habe ich irgendwas gesagt und dann der Joe die ganze Zeit mal 5 Minuten geflucht, bis er überhaupt erklären konnte, was los war. Ja. Der Joe war zu inkompetent, sich ein Passwort zu merken. Ja. Und hat damit sein Konto gesperrt. Nein, hat er nicht. Hat er doch. Tja. Gibt Schlimmeres, Joe. Ist schon schlimm. Für mich. Ach ja, wir sind ja in der 1.12, deshalb gibt es ja, nur, das macht Sinn. Die 1.12, wer spielt das heutzutage noch? Ja, finde ich auch. Heutzutage spielt auch jeder die Aqua-Version.
Hoffe ich mal. Nee, einige spielen immer noch die 1.8, weil die 1.9, seitdem gibt es ja das neue PvP-System. Da ist die große Preisfrage. Der Weg geht hier so rein. Ja. Und da entlang. Okay, und dann muss ich mal gucken, hier hinten kann ich noch so ein Karussell machen, wo du dich so drehst, ne? So ein Drehkarussell. Da sitzen alle im Kreis und in der Mitte gibt es so ein Rad, da drehst du dran und irgendwann fliegt einer aus dem Ding raus, weil alle zu schnell drehen. Kennst du das so? Kennst du so Geräte? Ja. Gibt es auch immer die Fail-Videos, wo irgendwie so ein paar Volltrottel mit dem Mofa-Roller rangehen und hinten mit dem das Rad vom Mofa-Roller oder vom Motorroller an das Karussell halten und dann Gas geben und dann geben die dem Ding übelst Speed und jeder fliegt damit sonst was aus dem Teil dann raus. Ja. Da kann man sich so richtig. Da gab es mal einen Tatort drüber. Über eine Person, die dadurch gestorben ist. Ja, es ist halt ziemlich doof. Deswegen heißt es ja auch, glaube ich, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen, weil die immer so risikoreiche Sachen machen. So, vielleicht. Ja. Und dann probiere ich mal, ob ich hier so ein Karussell-Gedings hinkriege. Ja, irgendwie sowas vielleicht. Dann brauche ich da Sitze, die kommen da rein. Dann nehme ich halt mal normale gerade oder eher dunkle. So. Ja, sowas in den Dreh. Und in der Mitte dann. Meinetwegen eine Trap. Ne, nicht eine Traptor, eine Pressure Plate. Pressureplate. Ich habe mal eine eiserne. Kann ich die da drauf packen? Ja, kann ich machen. Und dann dreht sich das da so. So, und dann kann ich hier so ein. Weißt du, was rund genug ist? Ein Merry-Go-Round bauen? Wie wär's denn mit Iron Bars? Übrigens, ich schnie ja vergessen, mir eine Stoppuhr zu stellen. Das war wieder typisch Spark. Richtig, passiert ungefähr alle 3 Folgen. Ja, sowas in den Dreh. Okay, ja, dann haben wir da praktisch den eisernen Knast auf Rädern. Hier vorne hätten wir eine Rutsche oder so. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen erkennbar ist. Ansonsten muss ich das vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Also hier so mit Slaps arbeiten oder sowas. Und dann. Ich mache mir mal ein paar Hilfsblöcke dahinter. Das ist ja furchtbar. Irgendwie sowas. Sowas. Ja, so um den Dreh. Mal gucken, was passt. Du musst aber gleich mal einen Blick drüber werfen, mal sagen, wie es dir gefällt. Gerne. Aber zuerst muss ich hier noch ein bisschen was fertig bauen. Also, so gleich haben wir es. Aber ich schätze auch mal, dass es circa jetzt so eine Folgenlänge war, wo ich jetzt hier gebaut habe. So vom Gefühl her. Ich glaube auch, so vom Gefühl her würde bei mir auch schon so. Ja, nee, ich guck gleich mal. So. Dann stoppe ich mal ganz kurz und guck mal meine Aufnahme rein. Alles klar, dann Joe, komm mal vorbei. Es war in etwa so eine Folgenlänge. Und sag mal, was du so findest, wie es so findest, was ich jetzt innerhalb von diesen 19 Minuten gebaut habe. Sekunde, gibt es mehr eine Sekunde? Ja, ja. Ich gebe dir auch noch 5 Sekunden, aber nur, wenn du lieb fragst. Gibst mir bitte 5 Sekunden? War es jetzt lieb genug? Jo. Warte. So, jetzt kann ich kommen. Hier bin ich. Oh, oh, oh. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja. Hey, hey, hey. Na. Ja, schön. Ja, doch. Ist doch einiges passiert, ne? Ja, doch. Ui, überraschend gut. Kannst du hochklettern und dann gibt es hier so. Gut. Es ist für Kinder gemacht, Joe. Du bist ein Erwachsener. Du darfst da nicht rein. Ja, aber man muss doch wohl reinkommen können. Spectator-Mode. Mach doch hier so ein Dachchen oder sowas. Ja. Kommst du? Ja, meinetwegen. Manchmal.
Ja, Und Aqua könnte ich jetzt hier durchschwimmen. da geht's halt eben auch nicht rein. Das ist das Problem. Ja, mach Weil, doch das, dass man da reinkommt. Ich sag dir, das ist das Erste, was die Zuschauer sagen werden, ist, ich komme da nicht durch. Glaube ich. ja, okay, dann können wir Nein, das nein, mal. lass es einfach so. Genau. Wenn zwei. Ja. Wir beide kriegen uns nicht so. Okay. Und du möchtest wirklich ein Projekt mit mir zusammen? So, ja, Ja, so okay, ist jetzt ein passt es. Dreh. Ja, jetzt kann man auch Die hier lang Uhr. laufen. Bist du zufrieden? Und jetzt kannst du Ja, sehr runterrutschen. zufrieden. Ja, du, ich Jetzt bin kannst du auch auch noch noch einen Kind. Ich will Eimer auch platzieren, spielen. dann mit einer Wasserrutsche und dann ist es noch besser. Yes. Und dann kommen Oder die Kids weißt richtig du, wir würden es dreckig doch nach Hause. kinderfreundlich machen. Heutzutage, Wasser ist so langweilig. Heutzutage wollen sie alle eine Kinderfreundlich. Ja, ich wollte gerade auch sagen, Lava-Rutsche. komm, wir machen noch ein paar Lavaseen hin, als du kinderfreundlich gesagt hast. Eine Lava-Rutsche. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich finde Das so. Holz brennt wahrscheinlich, wenn du Pech hast, ne, wegen der Lava. Ja, habe ich ausgeschaltet. Nein, brennt wirklich. Habe ich das Natürlich angeschaltet? brennt das, habe ich doch gesagt. Na, aber ist ausgeschaltet, aber da passiert Joe nichts. fackelt meine Gebäude ab. Im Moment, warte mal kurz. Hä? Werner, ich hatte das ausgeschaltet, den Fire Tick, oder? Don't know, aber Joe hat jetzt ein bisschen was zu tun. Ach du, pass auf, ich weiß was. Ich warte, lass mal. Ja, ich Das, mach doch gerade Screenshots von meinem Thumbnail, das passt gerade ganz gut. war das, also heute geht es um Schwänze und um Fackeln, oder wie? Ja, aber was du damit in deinem verdreckten Kopf anfängst, dafür kann ich ja nichts. Ja, oh, verdammt, oh Gott, wir haben ja wirklich du Fire Tick an. Oh, das wollte ich. Yep. Mal mit. Egal, ich weiß ja, wie ich es gebaut habe, Scheinkleister. das heißt, ich Das kann es auch wollte ich nochmal bauen. nicht. Warte mal, wie Oh, schaut ein Fire das wäre Tick? ultra witzig, wenn ich Joe das Ding jetzt reparieren lasse, weil ich weiß ja, wie ich es gebaut habe, aber Joe nicht. Oh. So, jetzt ist. Ja gut, dann repariere ich das Ding. Ich repariere das Ding. Aber in meiner nächsten Folge. Alles klar, muss ein Netherrack rein mit einer offenen Flamme. Perfekt geeignet. So. Ist gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles weiter gibt's beim Joe. Bisschen nasskrachen und tschüss. Ciao, Leute.